haben, ist ein Profi. So, jetzt sind wir jetzt kurz vor dem 59. Elefantreffen, natürlich wieder in Loh bzw. in Solla. Und wir freuen uns auch schon wieder alle ganz stark drauf und hoffen natürlich, dass wir bestes Wetter haben und viele Teilnehmer. Ja, Martin, ich bin das erste Mal so früh hier wie noch nie. Meine ganzen Mitstreiter sind auch alle schon Freitag angereist. Wir haben uns den Zaun schon aufbauen lassen am Freitag und wir haben ein neues Motto mitgebracht. Back for Future. Das heißt, im letzten Jahr sind so viele Beschwerden gekommen aufgrund der Situation, die wir hier vorgefunden haben während der Veranstaltung. Wir sind immer nur hinterhergerannt, teilweise mit Blaulicht, und die Fete war zu groß. Dann haben wir Back for Future zusammengestellt und haben jede Menge Maßnahmen ergriffen. Die Formel für die Zukunft ist ganz einfach. Gespann plus Motorrad plus Zelt ist in Ordnung. Und das alles, was uns nicht mehr gefällt, ist, dass große Gruppen ein großes Fest feiern. Ja, das ist nicht mehr zulässig und es kann auch gar nicht mehr stattfinden, weil wir hier jetzt eine Woche vorher schon bereits alles absperren. Und das haben wir auch mit den Grundeigentümern auch vertraglich geregelt, dass wir das Hausrecht eine Woche vorher haben. Da steht einer der Grundeigentümer, Rudi. Der Rudi hat das schon wieder bestens organisiert, dass natürlich die Leiter dementsprechend wieder gute Verhältnisse vorfinden. Hoffentlich. Schau. Ist schon so. Die Webcam ist natürlich auch schon wieder aktiv unter www.elefantentreffen-tummansbaum.de. Wir haben zwar momentan technische Probleme, aber morgen funktioniert es wieder hundertprozentig. Zu viele Zugriffe, oder? So viele Zugriffe haben wir ja. Wir haben alles ordnungsgemäß verladen. Die ganzen Sicherheitsvorschriften. Zertifizierte Ladesicherungen, ja. Mit Auflage, nicht? Und wie gesagt, wir fahren immer mit den Maschinen rein, mit den Gespannen, und da kann man alles rauf tun. Wir brauchen kein Auto, kein Bullock, nichts. Wir sind praktisch selbst ein Flieger, auf Deutsch gesagt. Nicht? Und unser Kollege, er hat sich erkundigt. Wir haben uns selbst bestätigen lassen, dass alles seine Richtigkeit hat, nicht? Beim BVDM angefragt und haben gesagt, dass wir Gott sei Dank eine relativ kurze Anreise haben. Haben wir da geschrieben, dass wir eben Großzelte haben. Und als Antwort ist dann gekommen, eben keine Größenbeschränkung für die Zelte, nur für die anliefernden Fahrzeuge. Wenn Zelt aufs Moped gespannt passt, dann passt schon. Also haben wir alles aufs Moped und aufs Gespannpapp.